Also liebe Genossinnen und Genossen, wir freuen uns, dass wir diese Busadresse jetzt hier im Namen des Jugendverbandes sprechen dürfen. Wir freuen uns im Besonderen, da dies auch einen Landesparteitag der Linken in Rheinland-Pfalz eine Premiere darstellt und damit gleichzeitig auch das sich ständig verbessernde Verhältnis zwischen der Partei und dem Jugendverband widerspiegelt. Dass wir uns gleich zu Beginn beim Landesvorstand und bei den vielen anderen Genossinnen und Genossen, die uns in unserer Arbeit unterstützt haben, bedanken wollen. Besonderer Dank gilt dabei der Unterstützung durch die Landesvorsitzende Katrin Sänger-Schäfer und ihrer Stellvertreterin Katrin Werner. Gleichzeitig hoffen wir, dass diese Entwicklung auch mit dem nun neu zu wählenden Landesvorstand anhält. Die Landespartei und damit auch wir steht vor einer historisch einzigartigen Aufgabe, dem Einzug in den Landtag. Auch um die Partei dabei zu unterstützen und um den Wahlkampf zu flankieren, haben wir die Kampagne Echte Freiheit wäre viel cooler entwickelt. Wir wollen damit vor allem den Jugendlichen in Rheinland-Pfalz zeigen, dass ihre Freiheit keine echte Freiheit sein kann, solange sie an so vielen Stellen beschnitten wird. An Freiheit fehlt es etwa im Bildungssystem. Dort herrscht Leistungsdruck, frühe und andauernde Selektion, die Abhängigkeit der Bildungschancen vom Status der Eltern und die Ausrichtung der Inhalte auf wirtschaftliche Verwertbarkeit. Oder im Alltag, wo unsere Mitwirkungsrechte auf das Wählen alle paar Jahre beschränkt sind, das Ganze aber auch nur, wenn man mindestens 18 ist oder einen deutschen Pass besitzt. Geschweige denn, haben wir echte Freiheit auf unzähligen öffentlichen Plätzen und im Internet, wo uns Staat, Behörden und Wirtschaft überwachen. Gerade diejenigen, die sowieso schon an allen Enden benachteiligt sind, sind von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und staatlicher Repression betroffen. Insbesondere diejenigen, die keine Arbeit haben, werden als minderwertig abgestempelt, genauso Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung. Soll das Freiheit sein? Wir sagen ganz klar Nein und haben im Rahmen unserer Kampagne ein Programm mit Forderungen zusammengestellt, wie echte Freiheit verwirklicht werden könnte. Erreichen können wir diese echte Freiheit aber nur gemeinsam. Der Jugendverband mit der Partei, aber auch mit den außerparlamentarischen Bewegungen, mit den Gewerkschaften und vielen anderen Akteuren. Auch ihr habt ja einen Leitantrag, in dem viele Forderungen gestellt werden, die darauf zielen, bestehende Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Uns muss aber eins klar sein: In der Massenarbeitslosigkeit, Armut, Klimakrise, Privatisierung und Ausbildung steckt System. Das System ist der Kapitalismus und der Kapitalismus gehört bekämpft. Seid doch mal ehrlich, ist doch eine Illusion zu glauben, dass innerhalb des Kapitalismus unser Ideal einer gerechten, solidarischen und friedlichen Gesellschaft ernsthaft verwirklicht werden kann. Deshalb gemeinsam für den Sozialismus kämpfen. Wenn man sich den Leitantrag aber anschaut, dann fällt einem auf, davon ist überhaupt nicht die Rede. Stattdessen heißt es, die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit oder die Linke fordert Wirtschaftsdemokratie bzw. wirtschaftliche Vernunft, heißt es da. Das sind alles sehr schwammige Formulierungen, die uns als Linksjugend sollen. Lasst uns ein klares antikapitalistisches Profil vertreten, um uns glaubhaft von den anderen Parteien abzuheben. Wir brauchen den Wählerinnen und Wählern unsere Ziele nicht zu verheimlichen, sondern wir sollten ihnen viel mehr transparent machen, was hinter der kapitalistischen Logik steckt und dass der Ausweg daraus nur ein Systemwechsel sein kann. Weiter zu festigen, möchte ich an dieser Stelle nochmal für den Kandidaten des Jugendverbandes zum Landesvorstand, votiert und empfohlen von der Landesmitgliederversammlung der Linksjugend Solid, Uwe Mark werden.
Uwe ist als Beisitzer Teil des amtierenden Landesvorstandes und hat dort den Jugendverband stets aktiv vertreten. Er hat unsere Anliegen in die Partei getragen und die Anliegen der Partei zu uns. So hat er bisher immer ein wichtiges Bindeglied für uns dargestellt. Der Jugendverband unterstützt deshalb auch Uwe in seiner erneuten Kandidatur und wirbt hierfür um eure Stimme. Wie ihr gesehen habt, betrifft ein Teil des satzungsändernden Antrags S1 in § 18. Hierzu haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der vorsieht, dass im Landesvorstand ein jugendpolitischer Sprecher vertreten ist von der Linksjugend Zollitt. Ich bitte euch jetzt, diesen Antrag zu unterstützen, denn er ist gleichlautend mit der Bundessatzung und es gab bisher keine Verankerung eines Jugendvertreters im Landesvorstand in der Satzung. Wir danken für die Unterstützung, die ihr bei der letzten Wahl unserem Kandidaten Uwe entgegengebracht habt, würden uns aber wünschen, dass der oder die jugendpolitische Sprecherin einen durch die Satzung gestützten Platz im Landesvorstand unserer Partei hat. Ja, ich möchte euch noch auf unser Material vorne aufmerksam machen und für weitere Informationen wünscht ihr, stehen da gerne Rede und Antwort. Danke.